Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Channel Nova Let's Bang. Ja, das Synonym, wunderbar, ne? Let's Bang steht für natürlich auch nichts anderes wie Let's Play. Wir spielen heute Mass Effect. Mein Name ist Nova und ich werde mit euch auf diesem Channel alle Teile durchspielen in einem Rutsch mit übernommenen Spielständen, damit man natürlich eine lineare Story hat. Gut, an der Stelle gesagt, Mass Effect 1. Ja, das habe ich schon mal gespielt. Mass Effect 2 habe ich auch schon mal gespielt. Beide Spiele haben mich sehr begeistert. Mass Effect 3 habe ich nicht gespielt, deswegen würde ich bitten, keine Spoiler in die Kommentare zu schreiben, weil ich habe es noch vor zu spielen und dann auch blind. Ja, lang ist's her, Mass Effect. Gut, ich würde mal sagen, wir starten eine neue Karriere. Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Mit Datenbank verbinden. Ja gut, machen wir das mal gleich. Boah, ich hab's schon ewig nicht mehr gespielt. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Na, wir machen eine neue ID. Schnellstart war ich ja. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Dann nehmen wir natürlich Nova. Gut, gehen wir weiter. Verbindung erstellt. Senden. Dechiffrieren. Benutzernamen bestätigen. Benutzerdaten bestätigen. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Autowiederherstellung gescheitert. Datenfehler. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Profil rekonstruieren. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Oh, ja. Wie war es nochmal? Raumfahrer. Ihre beiden Eltern waren beim Allianz-Militär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Ja, gut. Kolonist. Sind auf Minidor geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand der Ataki-Traverse. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindor und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichteten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Ja, schon wieder zum Allianzmilitär. Gut. Von der Erde. Als Weiße sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten dem Leben im Umfeld der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie sich mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst gemeldet haben. Ja, also im Endeffekt habe ich mich überall dem Allianz-Militärdienst angeschlossen. Und ich bleib mal so, wie es ist. Ich komme von der Erde. Psychologisches Profil bestätigen. So, das psychologische Profil. Einziger Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf einer Mission geschickt, die auf schrecklicher Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperlich wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen werden. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen. Und jetzt sind sie nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Ja. Kriegsheld. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennung seitens der Allianzflotte ein. Ja, da muss ich ja schon hier irgendwie Chef sein von allem. Skrupellos. Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an einer grundlegenden Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kalt, berechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Skrupellos hört sich für mich eigentlich so vom Spielstil vielleicht am besten an.
Einziger Überlebender finde ich auch. Und ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Kriegshelden nicht identifizieren. Also das ist für mich so. Naja. Ich glaube, ich bleibe lieber Skrupellos. Militärische Spezialisierung bestätigen. Och ja. So. Soldat. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung tragen zu können und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerung zu tragen. So, Soldat hört sich für mich eigentlich schon mal ganz gut an. Der Techniker. Techniker sind Technikspezialisten. Mithilfe des holographischen Universalwerkzeugs können sie Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde stören und das Squad heilen. Techniker können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Okay, hört sich an wie so ein Supporter für alles. Experte. Experte sind Biotech-Spezialisten. Mit Hilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, das Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Was haben wir hier? Der Infiltrator. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierungs- und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung. Sie können Pistolen oder Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerungen einsetzen. Hört sich für mich auch schon mal ganz nett an. Wächter. Wächter kombinieren Biotech- und Technikfähigkeiten miteinander. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen, obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotech als alle anderen Klassen, was allerdings zulasten ihrer Kampffertigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein erweitertes Waffentraining erhalten. Naja, ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Der Frontkämpfer. Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten, und sind besonders tödlich auf kurze Distanz. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Ja, ich finde ja... Was mich total nicht anspricht, ist der Wächter, der Experte und der Techniker. Was für mich in Frage kommt, ist der Soldat, der Infiltrator und der Frontkämpfer. Aber ich glaube, ich bleib mal so herkömmlicher Soldat, denke ich mal. Gesichtsidentifikation bestätigen. Nein, Erscheinung ändern. Ganz sicher nicht. Gesichtsvorschläge. Nee, machen wir selbst. Machen wir selbst. Gesichtsstruktur. So ist ja viel angenehmer gleich. Ach, schon am Ende. Das finde ich gar nicht so schlecht. Hautfarbe. Nein. Wir sind nicht im Solarium eingeschlafen. Reißweiß sind wir auch nicht. Ich denke mal, das ist ganz gut. Hauttyp. Oh ja, da sehen wir aus, als wären wir schon ewig alt. Ich glaube, beim allerersten Mal hatte ich so eine Narbe. Ich glaube, die behalte ich. Aber kann man den drehen? Ja. Ah, ja, wunderbar. Ich lasse die erstmal, vielleicht mache ich die auch nachher weg. Ich weiß ja nicht. Jetzt bin ich schon wieder bei Gesicht gelandet. Mein Gott. Kopf. Nackenumfang. Wer das hier alles nicht sehen will, sollte zu Part 2 springen, weil ab Part 2 wird mit dem Prolog angefangen und da geht das Spielen erst richtig los. Hier wird jetzt erstmal nur das Profil erstellt. Wer natürlich hieran auch schon Gefallen findet. Ja, machen wir einen Stiernacken draus, ne?
kann natürlich auch das hier weiterhin angucken. Nee. Ich bin so breit geworden. Ist gut. Gesichtsgröße. Nee, brauchen wir nicht. Das war so ganz gut. Wangenbreite. Was haben wir denn hier? Nee, das ist auch gut. Wangenknochen. Die Ohren finde ich auch gut. Ansonsten finde ich die Wangen auch in Ordnung. Das reicht für mich. Augen. Guck mich an, bitte. Ja, geht doch. Wunderbar. So. Das sieht alles in Ordnung aus. Augentiefe. Brauentiefe. Jetzt eine Veränderung zu sehen. Ja, das war aber gut so. Irisfarbe. Wo ist grün da? Das finde ich stechende grüne Augen, ne? So, Kiefer, Mund, finde ich alles in Ordnung. Haare bräuchte da welche. So, Augenbrauen. Ja, die sind ja komplett wegflambiert hier, die Augenbrauen, ne? Beim Zupfen wohl was schief gegangen. Nee, Quatsch. Ja, die finde ich eigentlich gut. Ja, die finde ich gut. Haare, so. Kann man hier nicht zurückzoomen? Sollte nicht zu viel haben, sollte nicht zu wenig sein. Nein, das ist auch nicht so ganz, was ich... Nee, das auch nicht. Sieht aus wie ein Waldläufer. Hm. Das könnte es sein. Gucken wir nochmal. Was hat sich jetzt hier verändert? Der Kopf größer? Hm. Die hier oder die da? Ja, ich denke mal, das wird unser Shepard. Obwohl ich nicht ganz zufrieden mit dem bin. Ah, da sehen die. Farbe schon ganz anders aus. Ne, einen Blondling brauchen wir nicht. Finde ich schon mal gut so. Ja, lässt sich mit leben, würde ich sagen. Oder soll ich da noch was ändern? Vielleicht an der Gesichtsstruktur was rumeiern? Was hier mit der Narbe, ja. Ich fand, die hatte was. Die hat schon was. Nase. So eine Nase kann alles verändern, das ganze optische Bild. Passiert hier was? Nicht viel. Ich will noch was an den Augen ändern. Guckt mir ein bisschen zu nett.
So. Ja, was denn noch jetzt da rein? Ne, wir lassen das so. Wir lassen es so. Gut, ich weiß nicht, ob es jetzt vorbei ist. Wenn das die Charaktererstellung komplett war, dann würde ich sagen, man sieht sich im zweiten Part. Profilwiederherstellung beendet.